Ja, genau. Und wenn man das will, muss man dafür stimmen und dann muss man es auch ernst nehmen. Und dann heißt es, es findet keine Bebauung statt. Und da kann man nicht spielerisch mit umgehen. Die Frage ist, ich habe eine andere Haltung dazu, muss ja auch erlaubt sein, dass ich eine andere Meinung habe. Die Frage ist, ob das klug ist, sich so zu verhalten. Weil es eben bedeutet, nicht für alle Ewigkeit, völlig richtig, kein Mensch weiß von uns, was in 3, 4 Legislaturperioden ist, aber über die nächsten 15, 20 Jahre wird nicht gebaut. Ist das klug? In innerstädtischen Lagen, wo wir die Infrastruktur haben, das komplette Mobilitätsangebot, wo wir städtische Flächen haben, mit städtischen Gesellschaften bauen können, diese Flächen auszuklammern, obwohl wir dort alles das machen können, was wir gemeinsam so toll finden. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich auf dem Feld bin, ist doch, ich frage mich doch auch, was finde ich eigentlich so toll an diesem Feld? Ich finde toll, dass ich mit meiner Familie da Fahrrad fahren kann. Mein Sohn geht da zu Konzerten. Man kann sich da aufhalten, mit dem Hund spazieren gehen. Man kann die unterschiedlichsten Sachen machen. Das ist das, was ich schön finde, mitten in der Innenstadt diese Fläche zu haben. Und das kann ich alles weiterhin machen. Ich kann weiterhin Fahrrad fahren, ich kann weiterhin grillen, mein Sohn kann weiterhin da mit seinen Freunden hingehen, man kann mit dem Hund spazieren gehen. Alles das ist möglich in bester innerstädtischer Lage. Das ist toll, diese Grünfläche zu haben und wir können zusätzlich noch bauen. Und darum geht es. Es geht um eine Grundsatzentscheidung. Nutzen wir diese innerstädtischen Lagen in den nächsten Jahren, wo wir diesen Veränderungsdruck haben, dass zigtausende Menschen in diese Stadt ziehen. Nutzen wir diese Lagen und sagen ihnen, wir bieten euch auch Wohnraum durch städtische Gesellschaften an. Oder sagen wir den Leuten, wir finden es toll, dass ihr kommt, aber wohnen könnt ihr bitte hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. Ist das eine ehrliche Position? Und darum geht es am Sonntag. Was die Grünen machen, ist zutiefst unernst zu sagen, lasst uns mal erstmal abstimmen und dann gucken wir mal, was passiert. Moment, Moment, wir öffnen nachher das Podium. Herr Walter, wollen Sie gleich dazu? Sie können gerne dazu. Ja, ja. Ich wäre jetzt zu Ihnen gegangen. Okay. Ja. Also was mich doch sehr wundert an dieser Diskussion ist, dass alle glauben, dass die Innenstadt unbedingt genau so bleiben muss, wie sie ist. Ich frage mich, wo wohnen wir denn alle? Wir wohnen hier in Häusern, die Generationen vor uns einmal gebaut haben und gebaut wurden. Und jeder glaubt, das ist völlig selbstverständlich und er meint, er muss überhaupt keinen Beitrag leisten, dass sich diese Stadt in die Zukunft auch entwickelt. Wie ist es denn zustande gekommen, dass Berlin so aussieht, wie es jetzt aussieht? Da haben Menschen mal gehandelt und sie haben übrigens, jawohl, märkische Kiefern beseitigt und märkisches Land beseitigt und haben Häuser hingebaut. Das ist ein Fakt. Und deswegen sieht die Stadt so aus und deswegen können wir hier wohnen. So passiert Stadtentwicklung. Dann höre ich öfter auch sozialer Wohnungsbau, habe ich jetzt gerade von Ihnen auch vernommen. Das ist alles Lug und Trug, das gibt es doch alles gar nicht. Das erinnert mich an eine ganz alte klassenkämpferische Haltung nach dem Motto, das Schweinesystem belügt uns. Zu mir ist noch niemand gekommen und hat gesagt, Malte, jetzt zeigt mir mal, wie funktioniert ein sozialer Wohnungsbau. Dann kann ich es zeigen. Und dann kann ich zeigen, dass das kein Zauberwerk ist und kein Lug und Trug, sondern dass das Basis ist auf Kosten, die wir haben und wie wir mit diesen Kosten umgehen und unter anderem durch die Inanspruchnahme von Förderungen Wohnraum erzeugen, der auch für Menschen, die gar kein eigenes Einkommen haben, immer noch bezahlbar wird. Natürlich wird das Moment, keine bitte, Lüge. Ja. Ich bitte Sie, erstmal nicht dazwischen zu rufen, mich da ausreden zu lassen. Und zum Zweiten ist das eben das Niveau, mit dem man nicht diskutieren kann. Sie können nicht einfach in den Raum rufen, Lüge. Es ist keine Lüge, es ist überprüfbar. Ich kenne aber Kreuzberg, wir wissen, wie Kreuzberg aussieht. Ich bin selber 10 Jahre Kreuzberger gewesen. Ich habe hier in der Nähe vom Chamisso-Platz gewohnt, als er noch nicht so aussah wie heute und noch nicht so unbezahlbar war wie jetzt. Das war Anfang der 80er Jahre. Erzählen Sie mir nichts von Kreuzberg. Ich weiß diesen Stadtteil sehr, sehr zu schätzen. Und ich weiß als Chef meiner Wohnungsbaugesellschaft, was hier gerade im Mietermarkt los ist. Da kommt der Durchschnittsbürger nämlich überhaupt nicht mehr zum Zuge, weil die Wohnungen überhaupt nicht mehr da sind, die bezahlbar wären. Die müssen ganz, wir schaffen. Ganz, Moment, ich will nochmal drum. Die gibt es immer noch. Aber der Nutzerdruck ist gestiegen. Es kommen mehr Menschen, die hier wohnen wollen. Und wir haben nicht das Recht, denen zu verweigern, hier zu wohnen. Ich würde noch mal ganz kurz darum bitten, wir machen nachher eine Publikumsrunde. Sie kommen nachher alle zu Wort, wenn Sie das wollen. Aber ich finde, wir haben auf jeden Fall einen sehr interessanten Vertreter für ihn. Herr Staatssekretär Gäbler sitzt hier drüben schon, freut sich schon, kann auch mal ins Publikum winken. Sie wollten noch mal was dazu sagen. Aber hallo. Weil ich glaube in der Tat, wir sollten diese Diskussion nicht auf dem Niveau führen, Herr Müller. Das ist unehrlich oder Lüge, sondern lassen Sie uns einfach mal über das reden, worüber Sie ja gerne reden und wo es aber hier wie in der ganzen Stadt ein großes Misstrauen gibt. Und das ist der soziale Wohnungsbau bzw. die Situation auf dem Berliner Wohnungs- und Mietenmarkt.
Worum geht es? Wir haben ein Problem. Das haben wir, glaube ich, auch als Parteien alle anerkannt. Ja, wir haben einen explodierenden Mietenmarkt in den letzten 10 Jahren. Sind die Mieten durchschnittlich um 30% gestiegen. Und wir haben jetzt im Zusammenhang mit dem Tempelhofer Feld eine Debatte, wo Sie sagen, hier entscheidet sich, ob Berlin soziale Wohnungspolitik kann. Und da würde ich sagen, ja. In der Tat, das Tempelhofer Feld könnte, sage ich, ein solches Beispiel sein, wie man eine moderne, eine progressive und eine wirklich soziale Mietenpolitik macht. Ich warne immer davor, nur auf diese Neubaudiskussion zu geben. Das finde ich auch schade bei der Gesamtdebatte, weil ich glaube, da stimmen Sie mir zu, Neubau ist wichtig, aber alleine der Neubau wird uns natürlich nicht retten. Wir brauchen eine andere Bestandspolitik und da bin ich wieder beim Stichwort Misstrauen. Herr Müller, Sie müssen sich nicht wundern, wenn viele Berlinerinnen und Berliner ihrer Politik bzw. der Politik des Senats misstrauen, denn was machen sie im Bestand? Sie machen so gut wie gar nichts bzw. viel zu wenig. Ich will mal ein Beispiel nehmen, die Umwandlungsverordnung, also die Frage Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnung, ist immer noch nichts passiert, obwohl wirklich alle wissen, das ist der größte Mietpreistreiber oder einer der größten Mietpreistreiber in Berlin, das ist sozusagen der Motor von Gentrifizierung. Kommen wir aber zum Neubau, können auch gerne nachher noch über Bestand reden. Das löst vielleicht auch Ihr Problem mit unserer Position auf. Wir haben als Grüne gesagt, wenn auf dem Tempelhofer Feld sowas wie sozialer Wohnungsbau stattfinden würde, dann wären wir mit dabei. Jetzt gucken wir uns aber mal die Zahlen an und dann gehen wir mal wirklich auf die Sachebene und dann stelle ich fest, nicht wir oder die Initiative macht den Berlinerinnen oder Berlinern etwas vor, sondern Sie. Ich habe hier mal mitgebracht von Ihrer Fraktion, der SPD-Fraktion, diese Broschüre, eine Werbebroschüre, da steht unter anderem Wohnungsbau am Rand. Nach den Planungen des Senats sollen bis zu 4.700 bezahlbare Wohnungen entstehen. So, da gucke ich jetzt erstmal in das Gesetz. Formal ist das ja erstmal eine Abstimmung über zwei Abstimmungstexte bzw. zwei Gesetzentwürfe. In Ihrem Gesetzentwurf, Herr Müller, steht sozial oder bezahlbar nicht mit einem einzigen Wort drin. Wir haben als Grüne 5 Verhandlungsrunden mit Ihnen verbracht. Da sind Sie auch gar nicht dabei gewesen. Frage ich mich eigentlich, warum. Sind Sie nicht dabei? Fünf Runden, wo wir, genauso wie die anderen beiden Oppositionsfraktionen, vorgeschlagen haben. Na, machen Sie das doch mal fest. Qualifizieren Sie das doch. Schreiben Sie was rein. Wir haben als Grüne einen Vorschlag einer Quote gemacht. Ein Drittel für Transferhilfebezieher, ein Drittel für WBS-Berechtigte, ein Drittel für den freien Mietenmarkt. Das muss man nicht toll finden, aber Fakt ist, nichts von diesen Versprechungen steht drin. Was haben Sie noch versprochen? Sie haben versprochen, dass auf der Tempelhofer Seite 1.700, wir sind jetzt von 4.700 auf 1.700 runter, 1.700 Wohnungen entstehen. Davon soll die Hälfte, 850 Wohnungen, irgendwas zwischen 6 und 8 Euro netto kalt kosten. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, ob das mehr 8 oder mehr 6 Euro sind. Tatsache ist, Herr Müller, dass 25% der Berlinerinnen und Berliner sich diese Miete nicht leisten können. Und das wissen Sie besser als jeder andere. Weil, letzter Satz, weil 25% dieser Berlinerinnen und Berliner, da haben wir beispielsweise die Bedarfsgemeinschaften im ALG-II-Bezug, durch die AV Wohn auf 5,50 Euro festgenagelt sind. Das ist kein sozialer Wohnungsbau. Und da stelle ich fest, wenn Sie von sozialer oder Berliner Mischung reden, dann ist genau das nicht der Fall auf dem Tempelhofer Feld. Und deswegen lehnen wir diese Pläne als Grüne auch eindeutig ab. Wir haben jetzt ja jemand auf dem Podium sitzen mit Herrn Malter, der dort bauen möchte, dort bauen will, auch mehr oder weniger die Zusage hat, wenn der Volksentscheid nicht erfolgreich ist, da bauen zu können. Können Sie uns mal sagen, was Sie da bauen wollen? Da werden Sozialwohnungen entstehen, jedenfalls die Stadt und Land und andere öffentliche bauen. Brauchen Sie jetzt nicht so verzweifelt die Hände zuzuheben. Das ist kein Zauberwerk, wie ich vorhin eben sagte, sondern das sind Wohnungen, wie Sie die dort im Umfeld in ähnlicher Traufhöhe auch vorfinden. So ungefähr wird sich das dann mit der Neubebauung auch darstellen, wenn die entsprechenden Entwürfe qualifiziert sind. Möglichst auch ansprechend, überhaupt keine Frage, und mit der nötigen Infrastruktur. Die Wohnungsgrößen werden gemischt groß sein. Da werden Sie von der kleinen Wohnung um die 35 Quadratmeter bis zu größeren, vielleicht auch mal eine 90 Quadratmeter Wohnung vorfinden. Das hat etwas damit zu tun, dass sowohl alleinlebende Menschen als auch Alleinerziehende, als auch moderne oder Patchwork-Families, klassische Familien, alle Bevölkerungsschichten, alt und jung, dort eine Chance haben sollen. Und wenn ich eine Durchmischung meine, davon spreche, dann meine ich, dass dort eben nicht ein Sozialghetto entsteht, sondern dass diese Fehler, die wir in den 60er und 70ern mal gemacht haben,
gemacht haben, wo 1500 Wohnungen in ein und demselben Preissegment mit ein und demselben Grundriss gebaut wurden, dort nicht wiederholt werden. Es wird durch, wenn wir durch Mischung meinen, und davon kann ich nicht genug bekommen, das zu propagieren, dann meinen wir, dass dort ein Querschnitt der Bevölkerung wohnen kann und nicht nur eine Bevölkerungsgruppe. Sozialwohnungen heißt, dass Menschen mit einem WBS, dass Transfereinkommensempfänger dort in einer angemessenen Größenordnung zum Zuge kommen. Ab 6 Euro. Aber gleichzeitig wird es auch ein paar hochpreisige Wohnungen geben, oder wie wollen Sie das finanzieren? Also das ist so, wenn Sie heute neu bauen und gehen von einer Kostenmiete von ungefähr 10 Euro aus, ich könnte Ihnen abendfüllend erzählen, warum das 10 Euro sind, basiert ungefähr auf Kosten von 2400 Euro pro Quadratmeter Gesamtkosten für den neuen Bau. Wenn Sie eine 5%ige Verzinsung haben, die brauchen Sie für die Kapitalbedienung und für die Instandhaltung und die Verwaltung dieser Gebäude, kann ich Ihnen auch näher vorrechnen, dann kommen Sie auf 120 Euro im Jahr, damit sind Sie bei 10 Euro im Monat. Das kann der Normal- und Durchschnittsverdiener nicht bezahlen. Und deswegen müssen wir uns was einfallen lassen, wie man Teile dieser Wohnungen direkt oder indirekt heruntersubventioniert. Direkt geht es, indem wir eine Mietpreisspreizung machen. Da wird auch ein Quadratmeter für 11 Euro dabei sein oder vielleicht auch zwei Quadratmeter für 11 Euro, die einen anderen Quadratmeter schon mal auf 8 Euro runtersubventionieren. Und wenn wir dann noch die Förderung des Herrn Senators in Anspruch nehmen, dann sind wir bei 6 Euro oder 6,50 Euro bei diesem Quadratmeter. So funktioniert das und so ist es übrigens auch sehr, sehr ressourcenschonend und nachhaltig, um diesen Begriff heute auch mal zu verwenden. Nur nicht mehr sozial. Herr Schneidewind, wollen Sie was dazu sagen? Nee, ich habe ein neues Thema. Achso, nee, dann. Du? Ja, du sitzt. Also, ich muss mich jetzt nochmal aufregen, weil ich finde schon zynisch, wenn Sie bzw. die Berliner SPD sagt, wir wollen keine Sozialghettos, sondern wir wollen eine Berliner Mischung und ein Viertel der Berlinerinnen und Berliner hat keine Chance, dort eine Wohnung zu bekommen. Falsch. So, das finde ich nicht. Falsch. Leute im Transferhilfebezug, in Bedarfsgemeinschaften, falsch, werden sich nach den 5,50 Euro, Sie reden immer von 6 Euro. So. Falsch. So. Wir haben doch in dieser Stadt ganz offenbar das Problem, dass das, was Sie bisher unternommen haben, Herr Müller, und da gehöre ich nicht zu denjenigen, die sagen, Sie machen alles falsch. Nein, Sie haben sich im Gegensatz zu Ihrer Vorgängerin, Frau Junge-Reyer, die ja bis 2011 erzählt hat, wir haben überhaupt kein Problem auf dem Mietenmarkt, Sie haben sich da durchaus bemüht, dass das bislang nicht funktioniert. Das betrifft im Übrigen auch die landeseigenen Wohnungsgesellschaften. Ich bin ein Fan von denen, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, wir brauchen die. Eine andere Frage ist, ob allein die landeseigenen Wohnungsgesellschaften auf dem Tempelhofer Feld eine Rolle spielen sollten. Ich glaube, da wäre eine Vielfalt der Akteure, da wären beispielsweise Genossenschaften sehr viel sinnvoller. Auch Genossenschaften haben viele Wohnungen in der Stadt, auch Genossenschaften würden gerne bauen und haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie durchaus in der Lage sind, preisgünstigen Mietraum zu schaffen. Aber bleiben wir doch mal bei den landeseigenen Wohnungsgesellschaften. Da wurde ja mit großem Tamtam ein Mietenbündnis aufgelegt und da hieß es, wir machen jetzt eine andere Mietenpolitik. Ich stelle erstmal fest, in den letzten 2 Jahren haben die landeseigenen Wohnungsgesellschaften 1500 Wohnungen verkauft. 1500 Wohnungen verkauft. Jetzt werden Sie mir erzählen, ja, wir haben auch welche dazugekauft. Das ist immer noch meine Rückfrage, warum verkaufen Sie 1500 Wohnungen und stilisieren jetzt diese 1900 auf der Tempelhofer Seite zu der großen sozialpolitischen Richtungsentscheidung? Ich stelle zum Zweiten fest, 2013 haben die landeseigenen Wohnungsgesellschaften 80.000 Mieterhöhungen verschickt. 80.000 Menschen haben eine Mieterhöhung bekommen. So, das ist ungefähr ein Drittel oder knapp ein Drittel der Menschen, die in landeseigenen Wohnungsbaubeständen wohnen. Und wir haben zwischenzeitlich bei der Neuvermietung, bei den landeseigenen, ein Mietpreisniveau, was durchschnittlich über dem Mietspiegel liegt. Das bedeutet... Falsch. Ja, also gut, können wir uns gemeinsam, können wir ja Herrn Paul zum Beispiel nochmal fragen, der hat das in der Berliner Zeitung so geschrieben und ich glaube, der hat da eine Menge Ahnung. Worauf ich hinaus will, ich glaube in der Tat, wir brauchen die landeseigenen Wohnungsgesellschaften, aber wir müssen sie auch befähigen, eine soziale Mietenpolitik zu machen. Das können die nämlich nicht alleine und Herr Müller, meine These ist, dass ihr Problem ist, dass sie zwar möchten, aber die soziale Mieten- und Wohnungspolitik macht in diesem Land Berlin anderer und das ist ihr Kollege Nussbaum.